Konstanzer Konzil vor 600 Jahren, 1414 eröffnet, ein Weltereignis im Mittelalter, so bewirbt Stadt und Land Baden-Württemberg dieses Jubiläum. Einer derjenigen, der bei diesem Jubiläum die Schattenseite erlebt hat, verkörpert und an den auch erinnert wird, ist dieser Herr hier, Jan Hus. Wir stehen hier im Kreuzgang des Konstanzer Dominikanerklosters, heute ein Fünf-Sterne-Hotel, das Inselhotel. Damals war es kein Fünf-Sterne-Hotel und im Gefängnisturm, einem runden Anbau an diesem Kreuzgang, saß Jan Hus. Jan Hus, ein Böhme, ein hochgeschätzter Theologe, Rektor der Universität Prag, hatte sich für die reformatorische Theologie 100 Jahre vor Luther schon begeistert. Die reformatorische Theologie, die er von dem Briten John Wycliffe übernommen hatte, Abendmahl in beider Gestalt für alle, Predigen und Gottesdienste in der Sprache des Volkes, also in seinem Fall in Böhmisch. Und es führte in Böhmen zu richtigem Streit. Die Böhmen begannen sich als Böhmen zu fühlen und der König, der deutsche König, der in Prag saß, Sigismund von Luxemburg, hatte daran keinen besonderen Spaß. Und er überlegte, wie er das hinkriegen könnte, dass man da kirchlich-theologisch Frieden stiftet. Und er lud also diesen Hus ein, zu diesem Konzil nach Konstanz zu kommen. Hier könnte man theologisch, Klammer auf, für Sigismund noch wichtiger, politisch die Sache lösen. Er gewährte ihm freies Geleit, aber das hielt in Konstanz keine 3 Wochen. Als der Hus hier ankam, mit freiem Geleit, hier abstieg, ging es ganz schnell. Der Papst, einer dieser 3 Päpste, hat ihm noch besonderen Schutz angeboten. Der hatte aber auch schon nichts mehr zu sagen, dieser Papst Johannes der 23., der Erste. So wurde Hus relativ zügig hier in diesem Dominikanerkloster eingesperrt, saß hier, bis das Unheil dann seinen Lauf nahm.